so, die Kartonfabrik ist so eine Geschichte. Ob ich da Interesse dran habe? Ja. Weiß gar nicht, ob ich Oder? mir die leisten kann im Moment. Weiß halt nicht, wie ich das sonst mache. Na, hast du denn schon Milch? Ja, ich habe jetzt 56 Kühe. Oh, das ist ja schon eine Menge. Ja. Okay. Ja, soll ich mir die Also. Kartonfabrik kaufen? Ich weiß es nicht. Bin ich mir nicht ganz sicher. Muss ich mir mal noch überlegen. Du kannst ja mal mit Herrn Neumann sprechen, dass der eine Ausschreibung macht wegen Kartonfabrik. Vielleicht findet sich da ja relativ bald einen Käufer, die kostet ja nicht so viel. So, ja, und die Kirschplantage wird auch noch dauern, ja. Aber Ja, jetzt da. kannst ja erstmal auf den Joghurt verzichten, Also kannst hier ja. in dem bei Also. dem der Preistabelle, Ja. ja, das Zeichen da, Welches Zeichen? welches ist denn da, der Quark? Der Quark ist das Weiße, das Rosane ist der Joghurt. Ah, okay. Ja. Joghurt ist natürlich hochpreisiger, weil du musst ja auch mehr Sachen reinliefern. Ja. Hier die neben den zwei, also neben dem Rosa. Das ist die Schafsmilch. Ah, die noch einfach die normale Schafsmilch, okay. Genau. Roh. Ja, Zucker wird hergestellt wo? In dem Not bei Notzucker. Aber ist auch noch nicht verkauft. Deshalb, also Ja. ich würde dir tatsächlich raten, verzichte erstmal auf die Joghurtproduktion. Was du hier natürlich in der Office immer machen kannst. Ja. Wenn ihr drinnen bist, du kannst die einzelnen Produktionslinien ja auch aktivieren, deaktivieren. Ach so, ja. Wie gehe Ja. ich da rein? Noch nicht. Ich muss ja erst mit dem Jürgen noch telefonieren. Ach so, okay. Ja. Jo, dann. Gut. Dann trink den Alkohol nicht bevor du fährst, sondern eher danach. Und Ja. dann wünsche ich dir viel Erfolg. Jo, danke. Meldest dich beim Neumann wegen der Ja, Karton-Ausschreibung. sonst würde ich sie mir vielleicht kaufen. Ja. Also So. Paletten habe ich schon in Produktion. Da müssen wir uns die Tage dann einfach mal meldest dich, wenn du was brauchst. Ah ja. Okay. Jo. Stimmt, da muss ich noch zum Händler. Da steht noch was rum von mir. Also, bis dann. Mach's gut. Jo, bis dann. Tschüss. Tschüss. So, Herr Robert, dann gehen wir Jo. wieder. Dann warte mal, dann gleich mal. Das will ich gar nicht sehen, was die hier machen, ey. Jetzt schaue ich gerade mal, ob ich hinten. Nee, soll ich es probieren? Nee, ich probiere es nicht. Ich lasse es lieber. Ich probiere nicht, den Anhänger hier hinten dran zu hängen. Deshalb ging das vorhin so gut. Aber 70 können wir ja schon fahren, oder? Vorhin bin ich doch auch schneller gefahren. Bin ich mal gespannt, was der Müller im Wald alles angestellt hat. Die Kartonproduktion, soll ich mir die tatsächlich kaufen oder nicht? Das ist halt die Frage jetzt. Dann hätte ich halt das Palettenmonopol sozusagen.
Volker, Volker? Mal, hallo. Ja. Weißt du, wann denn andere Polizist da ist? Ich würde den Polizisten, den Herrn Richter, gerne anzeigen. Ich glaube erst nächste Woche wieder. Weil hier oben ist gesperrt, ja? Mhm. Herr Richter, ich erkläre das Ganze. Aussteigen. Nee, Herr Richter, ich telefoniere. Das ist mir egal. Und ich habe hier oben alles aufgerissen, ja? Mhm. Und der Richter meint, ich soll das Fahrzeug wegfahren, was ich hier brauche bei der Baustelle, ja? Mhm. Und dann habe ich es irgendwann weggefahren. Dann sagt er zu mir, steigen Sie aus. Und so ging das die ganze Zeit hin und her. Irgendwann sagt er, ich hätte ihn auch noch beleidigt. Dabei habe ich nur im Traktor was vor mir hergepispelt. Okay. Was sie machen können, ist natürlich dann ein Ding zu machen. Wie nennt sich das hier? Eine Beschwerde. Wie heißt das? So eine Beschwerde halt. Ja. Bei der Polizei einreichen. Ja, das kann ich machen. Ja, und dann schreiben sie die einfach auch an den anderen Polizisten und dann sieht man ja weiter. Ja, okay. Danke, Volker. Kannst du kurz per Tablet bei dem Hofer... Mhm. Oh Gott, das Auto, ey. Dem Hofer die Dinge eintragen. Molkerei. Die Molkerei. Bezahlt, die Steuern hat er schon bezahlt. Jo, ist eingetragen. Gut, danke. Jo. Tschüss. Ciao. Ja, hallo. Herr Müller. Ja. Wo sind Sie denn? Nicht mehr da, es gibt Probleme. Okay. Tschüss. Dann hoffe ich, Sie können Ihre Probleme bald lösen. Ja, heute nicht mehr. Okay. Gut. Ihr Fahrzeug habe ich bei mir am Wald stehen. Ja. Okay. Gut, bis dann. Tschüss. Oh. Dann kam der dazu, einen Baum zu fällen, ey. Ich dachte, wenn ich wiederkomme, dann ist hier die Arbeit erledigt. Achso, warte mal, den Zimmermann wollte ich auch noch anmachen. Alles muss man selber machen. Alles gibt's ja nicht. Boah. Der ist aber in Zeitlupe umgefallen. Ich hätte mich wirklich drauf verlassen, dass ich hier einen Mitarbeiter gefunden habe, der auch wirklich was arbeiten kann. Das Problem ist, der Sunny, der ist nämlich auch noch im Urlaub. Der ist auch erst, glaube ich, nächste Woche wieder da. Ich weiß, dass ich keinen Zugang habe. Mal gehst du trotzdem. Von dem her bin ich jetzt halt komplett alleine erstmal. Oder diese Woche. Der Schneider ist ja ganz am Anfang schon ausgestiegen. Der hat keinen Bock mehr gehabt hier im Forst. So, warte mal, dann fällen wir den in die Richtung. Und so bin ich halt wieder ein Einzelkämpfer. Naja, ich entaste jetzt hier einfach mal und säge ein bisschen. So, warte mal, den haben wir. Ich bin gerade überlegen, ich glaube, ich stelle mal den Anhänger kurz hoch. Weil wenn der da unten steht, da bringt er mir wenig.
Ist halt die Frage, soll ich mir das Karton... Ne, ich habe eigentlich keinen Bock, auch noch Karton zu machen, ey. Ich will mir dann eher nochmal irgendwas anderes als Produktion holen. Ja, nur im Wald unterwegs und das denkt ja jetzt schon jeder, dass ich schon wieder der neue Förster bin, aber das bin ich gar nicht. So, wo ist das Gewicht? Warte mal, ich rufe mal gerade den Schneider nochmal an. Ja? Franz? Ja? Du, ich habe vorhin mit dem Polizisten gesprochen. Der hat mir irgendwas erzählt, dass bei deinem Fahrzeug eigentlich nur der TÜV abgelaufen wäre. Also, dass er durch die TÜV-Prüfung gefallen wäre und deshalb stillgelegt wird. Ja, ich glaube, er ist durchgefallen wegen dem Lärm, glaube ich. Ja, aber... Ich hätte etwas gesagt wegen dem Lärm. Aber das geht ja nicht. Der ist ja original, oder? Hast du da irgendwas dran geschraubt? Nein. Wie nein? Ich habe da nichts gemacht. Ja, wenn der original ist, dann kommt er eigentlich durch den TÜV. Ich weiß nicht. Der Jürgen hat den TÜV gemacht, gell? Ja. Okay, dann guck ich mal, ob ich den nochmal rankrieg, dass ich mit dem nochmal quatsch. Ah ja, danke. Gut. Bis dann, tschüss. Volker, hallo? Jürgen hier. Ja, servus. Nein. Du, ich hab da so eine Story mitgekriegt. Ja. Dass der Franz irgendwie sein Traktor wurde hier stillgelegt, weil nicht TÜV-gerecht oder so. Stillgelegt erst ab Ende dieser Woche. Jo, mit welcher Begründung? Der ist durch den TÜV gefallen. Abgaskontrolle nicht bestanden. Ja, aber das ist ein Oldtimer. Der ist aber trotzdem über dem Abgasnorm. Bei einem Oldtimer ist es völlig irrelevant. Ja, aber ich bin eh noch nicht ganz mit den Auswertungen fertig. Nur, ich habe zum Richter gesagt, dass er bis Ende, also diese Woche bis Ende, noch damit fahren darf. Und danach ist er erstmal stillgelegt, bis die kompletten Ergebnisse vom Rechner, weil die habe ich ins Rechenzentrum geschickt. Mhm. Die müssen da komplett ausgewertet werden, weil Oldtimer kann ich mittlerweile hier unten nicht mehr ausmessen. Ah, ja. Die kann ich nur auslesen und dann werden die... Und so lange ist der stillgelegt. Okay, weil der war völlig aufgelöst, hat gemeint, hier, Traktor, stillgelegt. Nee, komplett. Ich denke nicht, dass der komplett durchfällt. Der wird schon noch drin sein, aber... Komplett durchfallen, denke ich, nicht wird der. Okay, gut. Kannst du ihn entfahren? Da hat der Richter vielleicht ihm was Falsches mitgeteilt oder so. Ja. Oder er hat mich falsch verstanden oder so. Okay. Gut, dann sage ich ihm das mal. Keine Ahnung, ja. Der geht drunter und drüber, ich sag dir. Ja, vielleicht ist er überfordert, bisschen Burnout-mäßig.
Herr Cordes schlägt ihn, dann will er mich in den Knast bringen, ja? Obwohl ich nichts gemacht habe jetzt. Wie, dein Mitarbeiter hat ihn geschlagen? Nee, der vom LU. Warum schlagen die sich? Der LU, der Nicolas Cordes, der hat den Richter geschlagen, den Polizisten. Warum? Dann ist er weggelaufen, hat gesagt, Jürgen, lauf, weil er mich in den Knast bringen wollte. Und dann wollte der Richter mich einbuchten und dem Cordes einfach gehen lassen. Also, das, okay. Hier geht es drunter und drüber. Ich sage dir. Ich glaube, der ist ein bisschen überfordert alleine. Hier oben der Kanal. Weißt du, warum der verstopft ist? Nee. Hier hängt eine Speisbütte mit Zement drin. Warum denn das? Bei der Feuerwehr, Polizei oder was? Polizeieinfahrt hier oben. Ich weiß nicht, was die gemacht haben. Lol, witzig. Aber gut. Ja. Kannst du den Franz erstmal in Bahn, wenn du den siehst? Jo, ich rufe ihn mal an. Okay, danke. Bitte, ciao.